Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den Holzspalter-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Holzspalter-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Zippe CHS5TN. Wenn Sie eine etwas viel kompliziertere Montage nicht vermeiden und nicht zwei linke Hände haben, können Sie Zipper CHS7-Tube das ideale Werkzeug für Sie sein. Schließlich erfolgt die Einrichtung nur, wenn und auch Sie beide Stunden überwinden können. Vor allem, wenn Sie eine Beschattung von Schatten in Ihrem Holzheiligtum oder dem Gerät kaputt mögen. Auch mit der Rate kann man nicht scheitern, denn der Reißverschlussholzteile hat genau die gleiche Größe wie der Güteprüfungssieger. Der Reißverschluss kann bequem über ein Transportwerkzeug mit zwei Rollen transportiert werden. Dennoch müssen diese Funktionen zunächst vom Spaltgeschwerens der gesamten Baugruppe entfernt und anschließend wieder an den Unterrahmen angehängt werden. Um Zug auf Nummer 4 haben wir die Sheppach T650. Geht es nach der vorliegenden Anforderung, so haben wir danach auch den Sheppach HL650-6.5D Protokollteile außer Konkurrenz geprüft. Jedoch, wenn man bedenkt, dass es immer noch zahlreiche tausend Werkzeuge von anderen Herstellern leicht verfügbar in der Handel und kann angeboten werden, ist es wichtig für Ihre Wahl beim Erwerb, wie der Protokollsplitter im Gegensatz zu erwerben. Die Sheppach werden nur dann abgezogen, wenn die neue, sicherheitsrelevante Norm ein wichtiger Prüfungsstandard ist. Der Zweihandbetrieb ist mit Sheppach Loksplitter HL650-6.5 verfügbar und funktioniert genauso gut wie die verschiedenen anderen Werkzeuge. Wir sehen die fehlenden Kotflügel mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Kuckling, weil es viel einfacher macht, den Weg zu legen. Auf Platz 3 haben wir die Sheppach 5.905.206.901. Im Konzept könnte man die Stahlmann 7TÜS 520A Loksplitter die Zusammenfassung der Sheppach HL660-6.5T1:1 übernehmen. Der einzige Unterschied ist die Farbe. Der Gewichtsunterschied ist nicht leicht zu verstehen. Der Stahlmann Holzspalter erzielt ebenfalls hervorragende Ergebnisse und ist sicherlich beraten. Meistens, da der Holzteiler zu einem drastisch reduzierten Preis geliefert wird. Die Einrichtung der Basis ist nicht besonders schwierig. Für ein paar Schrauben braucht man nur sehr schlanke Hände und Finger. Das Platzieren des Protokollsplitters auf dem Rahmen ist mühsam. Es gibt möglicherweise einen Grund, warum zwei Kannhaken auf der Vorder- und Rückseite als Piktogramme bedruckt sind. Um Zug auf Nummer 2 haben wir die Stahlmann Hydraulik. Der einzige Holzspalter ohne Basis in der Untersuchung erwartete von Ihnen, dass Sie seine Sicherheitsseitenwandflächen in einem Hocken oder Knien konstruieren. Diese sind aber extrem stabil und stellen sicher, dass Sie das gespaltene Holz geschützt entfernen können. Mit einer optimalen Nippspannung von 5 Tonnen ist der Zippe CHS5TN der schwächste in unserem Testfeld. Dennoch ist dies für Sie im ständigen Gebrauch kaum wahrnehmbar. Der Zylinderhub und die Motorleistung entsprechen in etwa denen der anderen Geräte. Der Holzdurchmesser und die Länge von 250 und 500 mm nähern sich speziell den verschiedenen anderen Splittern. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Holzspalter GHS. Die untersuchten Holzspalter sehen in erster Linie alle äußerst vergleichbar aus. Allein die Güde GHS 500-6.5T verfügt über ein unverwechselbares Standardgebäude, was ein bisschen solider und stabiler aussieht als bei den anderen GHS. Der Rahmen ist jedoch sehr vergleichbar mit den verschiedenen anderen Geräten. Allein die Sicherheitsanforderungen sind viel glaubwürdiger. Darüber hinaus hat uns das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Noch mehr Details zum Testsieger finden Sie im Einzeltest für den Güde Holzspalter. Der Kabelteiler Güde GHS 500 ist mit einer Basis versehen, die das Werkzeug auf eine ideale Funktionshöhe bringt. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.